Als Typhon uns auf der Goldinsel angriff, vernichtete er uns. Nur die Ankunft einer neuen Gottheit konnte uns retten. Aber warum waren wir allein und brauchten eine neue Gottheit? Weil wir Götter voneinander getrennt waren. Zeus und Hades waren in der Unterwelt und Poseidon? Keine Ahnung, womit der beschäftigt war. Nach Typhons Angriff waren die Brüder zerstritten und beschuldigten sich, nie füreinander da gewesen zu sein. Die Gemüter waren erhitzt, scharfe Worte wurden ausgesprochen. Am Ende sagte Zeus den Göttern, die ihn in Frage stellten, dass sie sich ein eigenes Königreich suchen sollten. Und so gingen sie fort. Poseidon hob eine zerbrochene Insel aus dem Meer, einen fehlgeschlagenen Prototyp, den Daedalus einst zurückgelassen hatte. Die Götter, die Poseidon folgten, ließen sich auf dieser Insel nieder und formten sie. Doch der Rest der Welt wurde von Katastrophen heimgesucht. Erdbeben, Feuer, Fluten. Die Menschheit stürzte während des Göttergezänks ins Chaos. Hau ab, Vögelchen. Ich will zu Phönix, nicht zu Phönix. Schon gut, Phosphor. Streck doch vielleicht mal die Flügel aus. Göttin der Einigkeit. Ja. Nur besonders viel Einigkeit herrscht dir nicht gerade. Die Sterblichen leiden und Zeus ist außer sich. Ich wollte mit Poseidon reden, da hat Zeus mir Hausarrest verpasst. Jetzt sitze ich hier blöd rum und versuche, nymphisch zu lernen. Er hat seinen Stolz, Phönix. Er will, dass die anderen aus eigenem Antrieb zurückkehren. Nicht, dass ein anderer Gott das für ihn regelt. Aber wie soll ich Göttin der Einigkeit sein, wenn ich nicht einmal die Götter einen kann? Ich fühle mich so hilflos. Und die Sterblichen brauchen uns. Tut mir leid, Heldengestalt. Heldengestalt? Moment mal. Das ist es. Wir können uns nicht direkt einmischen, ohne Zeus zu verärgern. Aber vielleicht können wir helfen, indem uns jemand anderes hilft. Mit Hilfe einer kleinen, göttlichen Inspiration. Das mantische Becken. In diesem Wasser können wir die ganze sterbliche Welt sehen. Vielleicht finden wir ja eine Heldengestalt, die die fehlenden Götter zur Rückkehr überreden kann. Aber welche Menschen könnten wir solch eine Göttervereinigung auftragen? Morgen, Athena. Morgen, Ares. Nicht zanken, ihr beiden, ja? Guten Morgen, Phönix. Unsere neue Olympierin. Schade, dass du nicht in Stein gehauen bist. Der Bildhauer, naja. Es gab noch ein Erdbeben. Wie das, dass meine Familie... Aber es nützt ja nichts. Es gibt viel zu tun. Und ich weiß, dass auch ihr Götter hart arbeitet. Wo immer ihr auch sein mögt. Nein, nein! Nicht schon wieder! Phönix, du hast mich gerettet.
gerettet. Das warst du selbst. Du hast gut reagiert. Ha? Hallo? Ist da jemand? Ich bin's, Phoenix. Ah, ich habe wohl einen Fiebertraum. Oder ich bin jetzt vor Einsamkeit wirklich durchgedreht. Toll. Bist du sicher, Phoenix? Die kommt mir irgendwie komisch vor. Ash, deine Liebe für die Götter ist wahrlich stark. Wir können sie vom Olymp aus sehen. Selbst in diesen dunklen Zeiten dienst du den Göttern. Warum? Weil wir euch brauchen. Oder ich zumindest. Ihr gebt mir Hoffnung. Und ich glaube, ihr braucht uns auch. Nicht genauso wie wir euch, aber... Doch, wir brauchen dich, Ash. Jetzt mehr denn je. Hör zu. Hast du schon mal überlegt, den Weg einer Heldin einzuschlagen? Wo fängt man da an? Du hörst auf, Fragen zu stellen und schwingst dich ins magische Boot. Es übernimmt den Rest. Und los! Die Rüstung passt? Woher kannte Athena meine Maße? Sie weiß sowas einfach. Das ist ihr Ding. Ich verstehe. Du bist hier, Heldin. Willkommen auf der Pyritinsel, Ash. Daedalos vergessener Prototyp. Poseidon hat sie vom Meeresboden emporsteigen lassen. Und jetzt ist sie das Reich der verlorenen Götter. Ja, gutes Stichwort. Und damit erst einmal hallo und herzlich willkommen zu einem nicht ganz so neuen Let's Play, also jetzt vom Spiel her, aber ja, DLC 3 von 3, Immortals, Phoenix Rising, die verlorenen Götter. Und eine ganz neue Perspektive, so Diablo-Art ähnlich. Gut, Ash, da wären wir. Du musst zuerst die verlorenen Götter finden und ihnen helfen zu verstehen, dass wir alle einander brauchen. Na gut, das kann ich schaffen, denke ich. Ja, und wir auch schon beim zweiten DLC, ein ganz anderer Held, nicht mehr Phoenix selber, ne? Interessant. Auf jeden Fall, die Perspektive vor allem. Bin ich mal echt... Ich sag's nochmal, gespannt, wie sich das entwickelt. Ja. So, wir sollen folgen. Erstmal Geschenke. Hier liegt schon was für dich bereit. Oh. Die Übersicht geht per se, würde ich sagen, etwas flöten, so mit der Perspektive. Sag ich mal, ne? Kleines bisschen. Bin ich mal gespannt, wie sich das alles regelt beim Klettern und so. Wow! Das war aber nicht nett. Mögen diese Waffen deine Hand leiten, Ash. Du wirst Ares ganz schnell Konkurrenz machen. Okay, da kennen wir ja schon. Alles bleibt gleich. Jo. Diese Waffen sind magisch. Aber wo hast du gelernt, so gut zu kämpfen? Irgendwie weiß ich einfach, was ich tun muss. Wenn das ein Fiebertraube ist, dann wenigstens ein spaßiger. Irgendetwas Besonderes an dir. Ja gut, kämpfen geht gut von der Hand eigentlich. Oh, hübsch. Was kann das denn? Ah, nicht mehr mit Tränken, mit Kugeln wird geheilt und Ausdauer. Alles klar, das ist schon mal anders. Und neu. So gesehen, hier das... Ich habe jetzt erst gedacht, das wäre ein Checkpoint. Echt, man kann auch noch gar nichts. Stinknormaler Mensch halt, so quasi, ne? Ich glaube, beim Hauptspiel fängt man, glaube ich, auch ganz normal an. Hat keine Fähigkeiten. Ich wollte nur mal gucken, was da ist.
Ash, wenn du an diesen Altären betest, helfen sie dir auf deinem Abenteuer. Okay. Hey, vielleicht nehme ich mir einfach den Kram von den Monstern hier. Kram klingt etwas respektlos. Du stehst an einem Altar. Benimm dich dementsprechend. Ups. Tut mir leid. Ich bin nur so aufgeregt. Ja. Okay. Also, das ist genau wie beten im Tempel. Lass dich nicht aus dem Konzept bringen. Nur weil die Götter jetzt wirklich mit dir reden, Ash. Götter, bitte, wacht über mich. Cool. Und jetzt? Was? Rüste Essenzen bei göttlichen Einflüssen aus, um zusätzliche Effekte zu erhalten. Als Axtträgerin? Ja. Okay. Zusätzliche Fähigkeiten. R2, R2, R2. Das ist ein Kombo einfach. Ja, das gibt einiges auf jeden Fall, die freizuschalten. Was haben wir hier? Ausrüsten. Verzauberung des Hades. Temporäre Stärkung zu erhalten und in der Luft eine Heldengabe einzusetzen. Joa. Kann in der Luft eingesetzt werden. Und kann in der Luft eingesetzt werden. Ja, wir haben ja so Bonusinhalte bekommen, ne? Ganz am Anfang habe ich ja gesehen, die Einblendung. Mutige Parade? Nee, das muss ich alles noch freischalten, okay. Ich fühle mich so mächtig. Als könnte ich in der Luft laufen. Als könnte ich in der Luft kämpfen. Was? Halten? Hochschleudern? Ach so. Okay. Neu, glaube ich sogar, ne? Oder habe ich den einfach nicht so oft benutzt? Kommt mir neu vor. Ja, mit dem Ausweichen ist jetzt auch natürlich ein bisschen anders, ne? Ich glaube, die Zeiten der richtigen Zeitlupe sind vorbei. Schätze ich mal irgendwie. Oder das sollte Zeitlupe sein. Das ist echt ungewohnt. Warte mal, was ist das denn? Ach. Feige. Feige und Pilze. Wo sieht man denn... Wo sieht man denn... Achso. Das typische... Achso, ja dann. Wegen Ressourcen und so weiter, aber das fällt ja dann quasi ja eigentlich weg, ne? Verheiltränke und so weiter. Ha. Da sollten wir erstmal dran gewöhnen. Kurz mal ein bisschen umgucken, Sachen einsammeln, ist nie verkehrt. Ach man, ich muss mir erstmal wieder hier die Taste dran gewöhnen. Nicht RT. Dreieck. Was ist denn da Blaues auf dem Radar? Sammle Ressourcen, die auf der gesamten Insel zu finden sind, um sie als Opfergaben an einem Altar darzubringen. Du findest sie... Ja, okay. Doch kein Doppelsprung. Nix. Auch kein Klettern? Tatsache. Sie kann nicht klettern? Na gut, dann gehe ich jetzt aber mal dahin. Wird Zeit, dass ich Klettern freischalte. Ist ja mal komplett zurückgesetzt. So, mehr oder weniger. Das ist noch ein Schrein, ne? Warte. Den aktivieren wir gleich mit. Götter, bitte, wacht über mich. Ah, okay, damit... Ah, alles klar, vor allem. Ist ja doppelt gemoppelt wieder.
Entschuldigung, freischalten, aufdecken. Was soll ich hier machen? Brücke errichten. Ach, da brauche ich Zeug für. Nochmal, Entschuldigung. Speichern kostet sogar auch. Ach du Scheiße. Das Schmied, ne? Ja, Schmiede des Hephaistos. Ein gutes altes Spielchen. 500. Da kommt noch was, sogar noch was dazu. Wahrscheinlich Pfeil und Bogen oder so. Diese Lücke würde nicht mal Hermes springen können. Aber ich bin die Olympierin der Einigkeit, oder? Dann kommt hier mal eine Brücke, die vereint. Moment, ich mach das noch nicht so lange. Jawohl. Was zum Hades war das? Ash? Irgendwas stimmt nicht. Ich kann dich nicht... Phoenix? Ich... Bist du da? Lass mich nicht wieder allein. Eule? Ach, Phoenix, so viel Einfalt. Da steht aber Blödheit. Ein sprechender Vogel? Oho! Ich bin kein Oho, ich bin ein Uhu. Ich bin Athena, die Göttin der Weisheit. Entschuldige mein äuliges Ich, aber Zeus darf nicht wissen, dass ich meinen Schnabel in diese Angelegenheit stecke. Ja, es sieht so aus, als bräuchtest du meine Hilfe. Denn Phoenix hat schon alles vermasselt und seine Verbindung ist im Eimer. Wir können nicht einfach nach Belieben Wunder wirken. Warum nicht? Phoenix ist eine Göttin. Wer ist das nicht? Hör mal, damit wir Götter unsere Kräfte wirken können, brauchen wir erstmal Opfergaben von euch. Sonst läuft alles aus dem Ruder. Erdbeben, Fluten, versalzenes Essen. Also, eine richtige Opfergabe könnte meine Verbindung zu Phoenix wiederherstellen? Wer weiß das schon? Ich weiß es. Die Antwort ist ja. Phoenix mag Oliven und die Oliven vom Moria-Baum sind heilig. Versuch die mal. Ich wollte Phoenix auch mal an einem Moria-Baum-Heiligtum opfern. Lange Geschichte. Aber Phoenix wird den Witz verstehen. Versuch's mal bei diesen Olivenbäumen. Dann biete ein Opfer am Altar dar. Wir sehen uns. Wenn du das nicht gegen den Baum fährst. Muhaha. Ja gut, der Humor, der stumpft langsam ab, so, ne? Dieses leicht kindliche so irgendwas. Ressourcen sammeln. Verwende deinen Kompass, um Ressourcen in der Nähe zu finden. Die Farbe, wird farblich hervorgehoben, wahrscheinlich die wichtigen Sachen, wa? Ja, der Humor, also, da hätten sie, ja gut. Gehört halt dazu irgendwo, aber so nach zig Stunden ist das nicht mehr so prall. Aber es ist eine persönliche Sache. Oliven. Den östlichen Teil. Achso. Warte mal, ich mache mir meine Markierung. Den östlichen Teil. Nie ohne. Da. Da. Das ist zwar Norden. Meer, aber egal. Wird schon auftauchen. Oh, Schweinchen. Noch ein Schwein. Ja, klar. Wir dürfen wieder alle. Oh, der Schweinebraten. Da ist was Blaues da. Oh ja, da. Ich glaube, jetzt geht los. Mit dem Sammelkram. Oh, die gibt's auch wieder, die Scherbenhaufen. Oh, ich hab'n Atta. Natürlich. Alles ganz normal.
Warte mal, da ist doch noch mehr. Ah, das nervt jetzt schon leicht, dass man nicht klettern kann. Ein Doppelsprungfeld auch. Zeit, dass die Dinger kommen. Das ist wie so ein Faunstrauß. Einfach mal mehr mitnehmen. Granatapfel. Ich heb jeden Scheiß auf, der farblich hervorgehoben wird. Da ist eine Kiste sogar, ne? Weil, ne, hat ja jetzt schon seine Gründe. Für Opfergaben und so. Komme ich da überhaupt hoch? Kiste. Die Kiste, die nehme ich mit. Wenn die überhaupt so mitzunehmen ist. Oh Gott. Naja, ich lasse es sein. Ich habe keinen Bock auf die Laser. Sag ich so, wie es ist. Ich nehme doch vorne noch das gelbe Gedöns mit. Ach, guck mal, da ist schon Weihnachten. Nee, 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 muss ich jetzt nicht haben. Später vielleicht. Oh nein, Kampfhühner. Ja, hopp. Da kräht der Gockel. Wie lang? Sonst eigentlich hier ziemlich unter Hause. Ja, ich glaube, das war mal so ein Pilz. Ja, ich glaube, das wird so ausarten. Hallo? Oh, nö. Das wird so ausarten, glaube ich, dass man wirklich jeden Scheiß aufheben muss, wa? Dass ich das öfter mal, glaube ich, die Wege rausnehmen. Von A nach B. Mal schauen. Aber es ist irgendwie so der erste Gedanke direkt. So, warte mal. Hier, Brücke errichten. Phoenix, Olympiarin und meine neue Chefin? Unterwürfig möchte ich dir diese Oliven hier darbieten. Oder so. Du hast es geschafft! Unsere Verbindung ist wiederhergestellt! Phoenix, du bist wieder da! Tja, Athena meinte, ohne Opfergabe keine Wunder und, naja, ich hoffe, die Oliven waren gut. Athena und ihre Oliven. Damit wird die mich nie in Ruhe lassen. Schauen wir lieber mal, was sie zu sagen hat, Heldin. Ja, aber im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Tschüss, Sikorski!